Willkommen zurück. Wir sind bei der Liquiditätsanalyse im Rahmen der Jahresabschlussanalyse. Wir haben gesehen, die Jahresabschlussanalyse zerfällt in Finanzanalyse und Erfolgsanalyse und die Liquiditätsanalyse ist einer von drei Teilen der Finanzanalyse, neben der Investitionsanalyse, Aktivseite der Bilanz, der Finanzierungsanalyse, Passivseite der Bilanz und eben jener Liquiditätsanalyse. Bestandsorientiert haben wir die Liquiditätsanalyse gemacht. Wir haben den Begriff der Liquidität definiert. Und jetzt in diesem Video geht es um die stromgrößenorientierte Liquiditätsanalyse. Bestandsorientierte Liquiditätsanalyse beschäftigt sich mit den Bestandsgrößen aus der Bilanz, denn die Bilanz ist, wie Sie ja schon wissen, ein Foto, eine Momentaufnahme. Stromgrößenorientiert geht Richtung Gewinn- und Verlustrechnung, denn die Gewinn- und Verlustrechnung enthält Stromgrößen, Größen eines Zeitraums, nicht eines Zeitpunkts. Gehen wir also zur stromgrößenorientierten Liquiditätsanalyse. Und da sind wir. Und die entscheidende Größe hier nun ist der Cash Flow. Und der Cash Flow ist zunächst mal nichts weiter als der Geld. Fluss. Ja, das heißt das Wort, wenn man es wörtlich übersetzt. Der Cashflow ist der Geldfluss und das ist eine sehr wichtige Größe, weil das sozusagen der Kern der Liquidität ist. Denn Liquidität heißt ja Flüssigkeit und liquide sein heißt flüssig sein und das wiederum bedeutet, dass man seine Rechnungen jederzeit bezahlen kann. Also, was fließt an Geld rein und raus in diesem Unternehmen? Darum geht es jetzt. Und wir können den Cashflow einmal indirekt ermitteln und wir können den Cashflow direkt ermitteln. Gleichwohl sind wir externe Bilanzleser. Das heißt, die einfachste Form, den Cashflow zu ermitteln, wäre, wir schauen auf die Konten Kasse und Bank. Dann haben wir ihn, den Cashflow. Dann haben wir die Einzahlung und die Auszahlung an Bargeld und Buchgeld. Ja, Kasse und Bank. Aber das können wir nicht. Wir müssen uns also an diesen Cashflow herantasten als externe Bilanzleser, weil wir den Zugriff auf diese wichtigen Konten nicht haben. Also machen wir das. Indirekt nehmen wir als Ausgangsgröße den Jahresüberschuss. Jahresüberschuss impliziert einen positiven Wert. Wäre es andersrum, wäre es der Jahresfehlbetrag. Ja, also wir gehen also jetzt von einem salopp gesagt Gewinn aus. Ja, der Fachausdruck ist Jahresüberschuss. Und dazu werden jetzt bestimmte Größen dazu addiert, plus, und es werden bestimmte Größen abgezogen, minus. Und dann kommt eine Größe heraus, die hoffentlich sehr nah am Cashflow ist. Also ich schreibe jetzt mal gleich Cashflow. Ja, dass dieses Vorgehen hier kritikwürdig ist, darüber müssen wir noch sprechen, aber halten wir die Sache zunächst mal einfach. Wir nehmen den Jahresüberschuss. Was ist der Jahresüberschuss? Der Jahresüberschuss ist der Saldo, Doppelpunkt Ertrag minus Aufwand. Was da übrig bleibt, wenn der Ertrag größer als das der Aufwand, nennen wir Jahresüberschuss. Aber da steht eben Ertrag, da steht nicht Einzahlung. Und da steht Aufwand, da steht nicht Auszahlung. Ja, hätten wir Einzahlung minus Auszahlung, dann wäre es sofort der Cashflow. Sie sehen, wir landen immer wieder bei diesen entscheidenden Grundbegriffen: Ausgabe oder Auszahlung, Ausgabe, Aufwand, Kosten und Einzahlung, Einnahme, Ertrag. Das sind entscheidende Größen. Und die Unterschiede zu verstehen, ist nun mal zentral. Ja, wir haben also bei dem Jahresüberschuss den Saldo aus Ertrag und Aufwand, aber eben nicht den Saldo aus Einzahlung minus Auszahlung. Also müssen wir Korrekturen vornehmen. Wir müssen bestimmte Größen hinzurechnen,
die den Jahresüberschuss mal reduziert haben, die aber den Cashflow nicht reduziert haben. Dann müssen wir diese Größen wieder hinzurechnen. Und wir müssen bestimmte Größen abziehen, die den Ertrag zwar erhöht haben, aber keine Einzahlung waren. So, was heißt das? Grundsätzlich ist es, wir müssen rechnen plus Aufwand, Nicht-Auszahlung. Ja, etwas, das zwar Aufwand war, also den Jahresüberschuss reduziert hatte, aber den Cashflow nicht reduziert hatte, weil es keine Auszahlung war, müssen wir wieder dazu addieren, weil wir ja von dieser Größe hier ausgehen. Müssen wir das hinzu addieren. Minus Ertrag, das hat den Jahresüberschuss erhöht, aber es war eben keine Einzahlung. Nicht Einzahlung. So, und wenn wir das miteinander verrechnen, erhalten wir eine Größe, die wir Cashflow nennen, die zumindest sehr nah daran ist. Näher als der Jahresüberschuss. Ja, der Jahresüberschuss wird also um bestimmte Größen korrigiert. Es werden bestimmte Größen wieder hinzuaddiert und bestimmte Größen werden abgezogen. Und dann kommt der Cashflow heraus. So, jetzt sollten wir das hier, Aufwand nicht Auszahlung, Ertrag nicht Einzahlung, sollten wir durch Beispiele etwas besser noch beleuchten, damit wir zumindest hier eine konkrete Vorstellung haben, auch für eine Prüfung, wenn wir das im Mündlichen mal erläutern müssen, kann der Prüfer ja leicht mal fragen, können Sie mal ein Beispiel geben? Und da ist es blöd, wenn man das hier nur auswendig gelernt hat und überhaupt nicht verstanden hat. Ja, spätestens dann fällt das auf. Und wir sollten uns hier also Beispiele anschauen und genau das machen wir jetzt auch. Also klären wir das. Was ist Aufwand nicht Auszahlung? Aufwand nicht Auszahlung ist zum Beispiel eine Abschreibung. Eine Abschreibung erfasst buchungstechnisch den Werteverzehr, zum Beispiel einer Maschine. Ist also eindeutig Aufwand, die Maschine rostet und verliert durch technischen Fortschritt an Wert, aber es ist keine Auszahlung. Erfüllt also die Bedingung Aufwand? Ja, Auszahlung? Nein. Hat den Jahresüberschuss reduziert, weil es Aufwand war, hat den Cashflow nicht reduziert, muss also wieder hinzuaddiert werden. Ja, merken Sie sich das Beispiel Abschreibung. Sie können sich auch hier merken, eine Rückstellung. Ja, das habe ich in anderen Videos aber sehr ausführlich erklärt. Müssen wir jetzt hier nicht alles wiederholen. Nehmen wir ein Beispiel für Ertrag nicht Einzahlung. Was ist Ertrag nicht Einzahlung? Nehmen wir auch hier wieder ein merkfähiges Beispiel. Zum Beispiel, wenn wir hier die Abschreibung haben, haben wir hier die Zuschreibung. Die Zuschreibung. Eine Zuschreibung ist ein Ertrag, aber keine Einzahlung. Ja, was ist denn eine Zuschreibung? Ja, zum Beispiel hat man einen Buchwert, den man vorher hatte, für irgendetwas zu stark reduziert und muss jetzt wieder eine Zuschreibung vornehmen. Vorher hat man zu viel abgeschrieben. Jetzt muss man das korrigieren durch eine Zuschreibung. Das ist das Gegenteil von einer Abschreibung, wenn man so will. Ja, und es ist ein Ertrag. Ja, erhöht also hier den Ertrag in unserer Rechnung Ertrag minus Aufwand, ist aber eindeutig keine Einzahlung, es fließt kein Geld zu. Es ist ein buchungstechnischer Vorgang, der die Kontenkasse und Banken nicht berührt. So, und wenn wir das miteinander verrechnen, Jahresüberschuss plus die Abschreibung minus die Zuschreibung, um das hier einfach zu erhalten, es gibt noch ein paar andere Posten, haben wir eine bessere Größe als den Jahresüberschuss, den Cashflow. Auch das ist nicht hundertprozentig sauber. Wir müssen uns Kritik dazu anschauen. Aber zunächst einmal geht das durch als indirekte Ermittlung des Cashflow. Wie kann man den Cashflow direkt ermitteln? Indem man einfach nicht beim Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung anfängt, sondern bei den einzelnen Posten, die wir ja auch im HGB aufgelistet finden. Ja? Wir sollten hier vielleicht nochmal festhalten, Cashflow, Ausgangspunkt, Daten,
aus der G und V, der Gewinn- und Verlustrechnung. Und das, der Jahresüberschuss ist das Ergebnis, aber man kann ja auch oben ansetzen, zum Beispiel bei den Umsatzerlösen. Das ist so ziemlich der erste Posten, der da oben steht. Und dann kann man die Posten für Posten durchgehen und gucken, was ist einzahlungswirksam von diesen Erträgen und was ist auszahlungswirksam von diesen Aufwendungen. Mit anderen Worten, die direkte Ermittlung lautet: einzahlungswirksame Erträge minus auszahlungswirksame Aufwendungen. Gleich Cash Flow. Ja, also hier geht man Posten für Posten vor und fragt sich, ist das jetzt einzahlungswirksam oder ist das nur eine Buchungstechnik, ist das nur eine Erhöhung eines Buchwertes? Ist es auszahlungswirksam oder ist es nur die Reduzierung eines Buchwertes? Ja, wie bei der Zuschreibung und bei der Abschreibung. So, dafür müsste man die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung im Einzelnen durchgehen, aber es ist nicht ganz so einfach, wie es hier steht. Nehmen wir gleich das, was als erstes da oben steht, da stehen die Umsatzerlöse. Sind die einzahlungswirksam? Man könnte sagen, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Und hier kommt es jetzt darauf an, welche Branche und welches Unternehmen und welche Art von Geschäft. Es gibt Branchen, da sind die Umsatzerlöse zu 100% auch gleichzeitig einzahlungswirksam. Stellen Sie sich mit einem Crepe-Stand irgendwo hin, da wo die Leute dann kommen und sagen, ich hätte gern Crepe mit der und der Füllung und so weiter. Und dann geben die Leute Ihnen das Bargeld und Sie machen das alles, backen das und händigen das Produkt aus. Da sind Ihre Umsatzerlöse zu 100% auch Einzahlungen. Aber das ist längst nicht überall so. Und vor allem, es liegt auch ein zeitlicher Unterschied durchaus zwischen der Verbuchung des Ertrages und der Verbuchung der Einzahlung. Sie kennen das, Klammer auf, hoffentlich, Klammer zu, dass Sie buchen, zum Beispiel, Sie buchen etwas als Ertrag bei Lieferung und Leistung, aber dann ist es noch nicht bezahlt. Ja, Sie können den, oder nicht immer ist es dann bezahlt. Sie dürfen den Gewinn realisieren nach deutschem Bilanzierungsverständnis zum Zeitpunkt der Lieferung und Leistung. Das heißt also faktisch, wenn Sie die Rechnung schreiben, ja, und dann buchen Sie per Forderung an Umsatzerlöse und an Umsatzsteuer. Aber da ist das nicht bezahlt. So, jetzt kann es sein, dass in der Branche schnell bezahlt wird. Es kann aber auch sein, dass es 3 Monate dauert. Erst nach 3 Monaten kommt der Buchungssatz per Bank an Forderungen. Ja? Lassen wir Umsatzsteuer jetzt mal weg, ne, buchungstechnisch. Ja? Erst dann kommt der Cashflow. Erst dann kommt die Einzahlung. Vorher haben Sie aber schon den Ertrag verbucht. Also wenn man im Detail schaut, ist die Sache nicht ganz so einfach. Und das müssen wir natürlich auch als Kritikpunkt dann vermerken. Ja, dass das also, dass diese Größe hier unten, die wir entweder so oder so ermitteln, dass das schon eine gewisse Aussagekraft hat, aber dass diese Aussagekraft eingeschränkt ist. Also müssen wir uns anschauen, Aussagekraft dieser Größe. Ja, dieser Größe Cashflow, die wir entweder so oder so ermittelt haben, das ist jetzt hier gemeint. Und da gibt es 2 wesentliche Kritikpunkte. Einmal, nennen wir es A, Umsatzerlöse werden als
Zahlungszufluss erfasst. Das heißt, wenn man mit dieser Formel arbeitet, wenn man diesen Weg geht, wie da oben beschrieben, dann tut man so, als seien die Umsatzerlöse zu 100% auch eingezahlt. Das gilt für den Crepe-Verkäufer, wie gerade gesehen. Das gilt aber in vielen anderen Branchen, gilt das nicht. Aber man tut so. Ja, man müsste hier vielleicht unternehmensspezifisch eine Korrektur vornehmen und sagen, von unseren Umsatzerlösen sind von mir aus 80% auch liquiditätswirksam innerhalb kurzer Frist da, sodass wir das zu 80% gleichsetzen können und 20%, die kommen halt erst später. Ja? So könnte man das korrigieren, individuell, um eine aussagefähige Größe zu bekommen. So, und das Zweite ist liquiditätswirksame Vorgänge der Bilanz werden nicht erfasst. So, was heißt das? Wir haben ja gesagt, wir gehen aus von der Gewinn- und Verlustrechnung. Jetzt gibt es aber auch in der Bilanz liquiditätswirksame Vorgänge, die die Liquidität erhöhen oder auch reduzieren. Was könnte das denn sein? Das könnte zum Beispiel sein, wenn wir eine Maschine kaufen oder ein neues Auto für den Fuhrpark. Sie wissen hoffentlich, das ist zunächst mal ein reiner Aktivtausch. Das heißt, Bank wird weniger, Fuhrpark wird mehr oder Anlagevermögen, Maschinen wird mehr. Ja, per Maschine an Bank, wieder Umsatzsteuer beiseite gelassen, per Maschine an Bank ist zunächst mal ein reiner Aktivtausch. Ja, per Fuhrpark an Bank. Fuhrpark wird mehr, Bank wird weniger. Ein reiner Aktivtausch. Aber die Liquidität verringert sich doch erheblich. Ja? Ja, wir sind eine neue Maschine kaufen für, was weiß ich, 800.000 Euro. Dann verschlechtert sich ihre Liquidität um die 800.000 plus die Umsatzsteuer. Das ist ein liquiditätswirksamer Vorgang, von dem dieses Schema oder dieses Schema nichts mitbekommt. Das Gleiche gilt für eine Kapitalerhöhung. Eine Kapitalerhöhung stärkt ihre Aktivseite und ist da auch liquiditätswirksam und erhöht auch die Passivseite, ist eine Aktiv-Passiv-Mehrung. Ja, faktisch wird links in der Bilanz das Konto Bank erhöht und rechts entsprechend die Kapitalkonten werden erhöht in gleicher Höhe. Da haben Sie eine Aktiv-Passiv-Mehrung. Aber Sie haben ja vor allem einen erheblichen Liquiditätszufluss, von dem wiederum dieses Rechenschema und dieses Rechenschema nichts mitbekommen. Ja, also merken Sie sich vielleicht diese beiden Dinge, ja, zum Beispiel Maschinenkauf. Ist ein liquiditätsschwächender Vorgang, der in dem Schema und in dem Schema nicht vorkommt. Und zum Beispiel Kapitalerhöhung ist ein liquiditätserhöhender Vorgang, teilweise erheblich, der in diesem Schema und in diesem Schema nicht vorkommt, weil beide Schemata von der Gewinn- und Verlustrechnung ausgehen. Ja? Also, was in der Bilanz passiert und durchaus sehr liquiditätswirksam sein kann, wird hier nicht erfasst. Deswegen ist auch diese Größe hier, das Ergebnis dieser beiden Berechnungen, nicht unbedingt exakt der Cashflow. Je nachdem, wie viel natürlich hier auch los ist. Wenn da solche Vorgänge nicht passieren im Betrachtungszeitraum, dann ist das hier eine sehr gute Größe. Aber wenn solche Vorgänge passieren, dann ist der wahre Cashflow anders. Okay, das ist die stromgrößenorientierte Liquiditätsanalyse auf der Basis der Gewinn- und Verlustrechnung.